Ja, wer seit 1957 unentwegt im Dienst der Pfeife steht und ja genau genommen eigentlich auch schon zuvor, wer im leicht vorgerückten Alter von bald 83 Jahren noch auf eBay einen regen Betrieb mittlerweile unterhält und damit viele Pfeifenraucher glücklich macht, wobei für jeden was zu finden ist, für die Jungen und die alten Hasen, für den größeren und den kleineren Geldbeutel, der hat sich so einen Applaus verdient, lieber Herr Manger. Und ich bin kürzlich auch zu Ihren Fans dazugestoßen und möchte hier auf YouTube und meinem Pfeifentagebuch jetzt das Pferd mal wieder von hinten aufzäumen und mit meinen neuesten Erwerbungen fortfahren, die aus dem Hause Anton Manger stammen. Drei Schätzchen habe ich mir bei Anton Manger ersteigern können. Ich hole die mal rüber. Die ersten beiden, die ich finden konnte oder die ich bei Anton Manger bekommen konnte, ist einmal diese hier. Eine sehr schöne Pfeife mit geneigtem Kopf und Sattelmundstück, einer Silberapplikation. Und da fahre ich doch mal näher ran. Es sind hier Freehand eingestempelt und auf der anderen Seite das immer selbe Manga-Emblem. Es ist ein wirklich sehr schöner Silberring appliziert. Es handelt sich um eine 9 mm Pfeife. Sie kommt gut gewachst daher und sie ist schön verarbeitet und sie lässt sich prima rauchen. Diese hier habe ich noch gar nicht geraucht, denn bei dieser Pfeife wollte ich euch zunächst mal etwas Besonderes zeigen. Und zwar, ich brauche wieder mein Taschenlämpchen, wieder mal schlecht vorbereitet hier. Na, schauen wir mal rein. Also, na, das gibt's doch nicht. Was mich sehr überrascht hat, ist das Zugloch. Es sieht hier, wenn man reinschaut, fast aus, als würde es komplett in der Mitte des Kopfes sitzen und quasi von unten kommen. Es ist aber eben auch nur eine ganz spezielle Bohrung, die man hier bei Anton Manger vorfindet. Ich habe zwei andere Pfeifen schon eingeraucht und da war es ebenso. Möchte fast sagen, vorbildlich, das ist doch das, wovon der Rainer Barby immer sprach, wenn er sagte, das Zugloch soll möglichst von unten kommen. Bloß stößt ja auch der Rainer Barby eher von der Wand in die Pfeife. Und hier bei Anton Manger, finde ich ganz interessant, kommt das Zugloch von unten mittig in die Pfeife rein. Also das finde ich sehr spannend. Diese Pfeife, wie gesagt, hat einen 9 mm Filter. Von Anton Manger bestückt war sie mit einem auch Filter, wie ich ihn bisher noch nie gesehen habe. Das ist eigentlich so eine Art Zigarettenfilter. Und ja, der kommt dann, nehme ich doch gleich mal den Filter der nächsten Pfeife. Ja, der wird dann eben hier so reingesteckt. Ich weiß jetzt nicht, ob das dieser Filter der Weisheit letzter Schluss ist. Er ist nicht schlecht, also vom Zugwiderstand her. Ja. Gut, aber ich habe sowas noch nie gesehen und fand das auch ganz interessant. Kommen wir zu unserem zweiten hübschen Stück. Dies ist eine schöne, fast naturfarbene. Schraub's nochmal mal kurz zusammen hier. Pfeife fast in einer, möchte ich fast sagen, Colors-Form beinahe. Dieses wunderschön gedrechselte Mundstück gehört eben auch zu den Besonderheiten und zu den Spezialitäten von Manga-Pfeifen, wie man sie fast nur bei ihm bekommt. Ich finde auch, nachdem ich mir jetzt viele Auktionen oder einige Auktionen bei Manga angeschaut habe, dass wenn man von Charakterpfeifen spricht, wohl mit zuallererst die Pfeifen von Manga zu nennen sind. Das ist eine lange Handwerkstradition von der Pike hat Herr Manger aufgelernt und ist wirklich, wenn
wahrscheinlich der dienstälteste deutsche Pfeifenmacher. Viele andere haben Anton Manger hier schon vorgestellt, der Rally Grufti, der Niermann Dieter, der Lehmann René, 3D Edward hat ihn vorgestellt und nicht zuletzt dadurch bin ich auf ihn aufmerksam geworden, habe mir auf seine YouTube-Auktionen angeschaut und bin letztendlich hier fündig geworden. Diese Pfeife kann man auch abstellen, wie man sieht. Und sie hat hier am Kopf, hier ist sie so eingebuchtet. Und da bietet sich's an. Da kann man das ist sozusagen eine Daumenkuhle, da kann man mal oben zuhalten schön. Also da ist sie sehr griffig. Zwar nicht im Rauchbetrieb da oben zuzuhalten, aber sie hat eine sehr schöne griffige Form, eine sehr schöne Farbe, ein sehr schönes Mundstück. Gefällt mir ganz gut. Schauen wir noch mal vielleicht auch hier kurz rein. Hier sehen wir dasselbe interessante, die interessante, selbe interessante Bohrung. Und dann zu guter Letzt, ich hatte mich um ein drittes Stück bemüht, das ich leider noch nicht bekommen konnte. Und jetzt vor Weihnachten hat der Manger auch mal eine Pause eingelegt und mal ein paar Tage der Ruhe sich offensichtlich gegönnt. Ansonsten finden die Auktionen ja nahtlos statt und reihen sich aneinander. Woche für Woche kommen seine Pfeifen ins Angebot, darunter auch des Öfteren interessante Gesteckpfeifen und Antiquitäten und manchmal Ersatzteile und verschiedene Dinge, die man so brauchen kann als Pfeifenraucher. Jedenfalls hat er sich derzeit ein paar Momente der Ruhe offensichtlich gegönnt und die seien ihm auch vergönnt. Dieses Stück ist eine rustizierte, teilweise rustiziert sandgestrahlte Pfeife. Herr Manger sagt, sie sei rustiziert. Für mich sieht sie eher sandgestrahlt aus. Und das Besondere an dieser Pfeife ist das Mundstück, ein Naturhorn-Mundstück. Und dieses Naturhorn-Mundstück hat einen Alu-Metallzapfen in der Führung, die dann in den Holm hineingedreht wird. Ich baue sie jetzt mal zusammen. Es geht ein bisschen schwer noch, aber es geht. So. So sieht sie aus, wenn sie zusammengebaut ist. Ich habe sie gestern eingeraucht. Auch diese Pfeife funktioniert wunderbar. Hier ist es, glaube ich, mit dem Zugloch ein bisschen anders gelegen. Ja, es kommt aber auch eben wunderbar von unten. Toll und raucht sich gut. Sie ist mir gestern bereits aus der Manteltasche gefallen auf den Asphalt. Das war ein großer Moment des Schreckens. Ich habe sie mir jetzt lange angeschaut und hab geschaut, ob irgendwo was kaputt gegangen ist. Aber sie hat das auch hervorragend überstanden. Ein weiterer Beweis dafür, dass Manga-Pfeifen eben auch grundsolide Pfeifen sind und auch mal einen Schlag auf dem Asphalt aushalten. Es tut mir leid, mein liebes Pfeifchen, das soll nie wieder geschehen. In Zukunft passe ich besser auf und ich bin froh, dass dir nichts passiert ist. Ja, dann zeige ich sie doch nochmal, die drei. Wo ist die dritte? Das ist das Manga-Terzett. Und es soll wirklich keiner kommen und sagen, dass dies keine schönen oder keine charaktervollen Pfeifen seien. Für mich sind die Manga-Pfeifen, wenn ich mich so im Sortiment der Pfeifenhändler umschaue, mit das charaktervollste, was es auf dem deutschen Pfeifenmarkt gibt. Und ich freue mich sehr, diese drei mittlerweile nun mein eigen nennen zu können. Und ich hoffe, lieber Herr Manger, es kommt im neuen Jahr eine vierte hinzu, die ich mir eigentlich noch auserkoren habe. Wir werden sehen, ob ich dann mehr Glück habe. Das war's von mir, von hier für heute. Und jetzt wünsche ich euch endgültig schöne Feiertage, dem Herrn Manger und euch allen einen guten Rutsch und ein erfolgreiches neues Jahr. Und wir sehen uns. Bis die Tage. Ciao. Ach ja, und liebe Anfänger, das wollte ich noch sagen, bevor ihr euch ein Einsteigerset irgendwo kauft oder irgendwo eine reduzierte 45-Euro-Pfeife in der Grabbelkiste, schaut euch doch unbedingt mal auf eBay das Angebot des Doppeltopper an. Das ist der Anton Manger auf eBay.
Und mit ein bisschen Geduld, aber so viel braucht es gar nicht, werdet ihr da immer ein schönes Stück für einen tollen Preis finden. Und am Schluss habt ihr eine echte Freehand in der Hand. Und was der Anton Manger rauftechnisch und handwerklich da baut, ist allemal irgendeine Einsteigersetzpfeife vorzuziehen. Also tut euch keinen Zwang an und geht in die Vollen. Da freut sich der Herr Manger und da freut dann auch ihr euch, wenn ihr so ein gutes Stück habt und mit so einer Pfeife anfangen könnt. Da ist schon viel Ärger euch erspart geblieben. So, ein letztes Mal. Servus, für Gott und auf Wiedersehen.